So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker. Wir haben das letzte Mal das Troll-Level uns angeguckt, das Ziel uns angeguckt, was ich damals nicht gefunden hatte, und dieses schöne Level hier, was für 4 Jahre Mario Maker von Cardboard gebaut wurde. Und jetzt gehen wir einfach mal der Reihe nach durch und gucken, was wir davon spielen können und was vielleicht Mist ist. Und fangen mit Meltdown Mountain an. Try to stay cool, I couldn't. Von Rubber Ross. Gucken wir mal, ob wir Kunst Einzelspieler, ob wir cool bleiben können. Aber Kunst klingt ja schon mal interessant. Yay! Hui! Fallen die runter? Ja. So, auch den will ich mitnehmen. Der ist sicherlich nützlich. Auf irgendeine Art und Weise wird der noch nützlich sein. Na gut. Kriege ich mal wieder welche. Oha! Den habe ich nicht, den habe ich da oben, den habe ich gar nicht. Hilfe. Mach dich mal weg. Sheet. Das ging ein bisschen ungünstig jetzt aus. Jetzt muss ich darüber kommen. Irgendwie. Nee, keine Chance. Okay, ich muss da schnell durch. Ich muss da schnell durch oder das erstmal erledigen, das Viech. Okay. Sieht doch aber soweit nach einem Level aus, was man spielen möchte, ne? Also für mich zumindest. Für mich sieht das nach einem Level aus, was ich spielen möchte. Die Frage wäre, ob es in der Röhre da ein Secret gibt. Das wäre natürlich möglich. Oh Mist. Oh Mist. Wäre möglich und cool. Glaub's aber nicht. Ich glaube, der ist einfach nur da, um die Pflanze halt zu spawnen. Falls man das gehört hat, das war Hand gegen Stirn. No, meine Kugel. Der ist zu schnell. Vielleicht renne ich einfach drüber. Warum renne ich nicht einfach drüber? Real Talk. So, los geht's. Easy. Oh no, nicht mehr davon, nicht mehr davon, nicht mehr davon. Lass mich in Ruhe. Oh nein, geht es jetzt weiter so, dass man da schnell durch muss? Oh no. Wait, wohin? Das ist nicht gut. Also kommen lauter solche Abschnitte jetzt. Ich dachte, es kommt einmal oder zweimal, aber das geht die ganze Zeit mit den Pflanzen jetzt da durch. Und ich krieg nicht mal. Den Pilz. Bin aber kein Fan von. Lass mich in Ruhe. Wie bin ich nicht in die Lücke gekommen? What? How? Wie konnte ich das denn jetzt gerade verhauen? Wo ist das Kunst? Ah,
Warum ist das Kunst? Ist es denn zu fassen? Na bitte. So, jetzt muss ich hier. Kann ich die da oben wegmachen? Kann ich nicht. Oh nein, das hatte ich hier schon wieder aufgeräumt. Nein! Ah, da ein bisschen niedriger. Aber da komme ich noch ganz gut durch. Okay, ich muss schnelle Sprünge durchmachen. So weit war ich noch nicht wie gerade. Da komme ich ganz schnell durch. Da komme ich ganz schnell durch. Und während ich das gesagt habe, gucke ich zum Laptop, so als würde ich mit euch reden. Like, bin ich denn eigentlich komplett bescheuert? Ich stream doch nicht. Ich muss doch nicht in den Bildschirm gucken. So. Das würde ich jetzt mit einer imaginären Person reden. Die gar nicht da ist. Ihr hört mich ja nur. Da ist ja egal, wohin ich dabei gucke. Oh, yes. Der war wichtig. Ja, wichtiger Checkpoint. Oh mein Gott. Sehr gut. Der war wichtig. Die Kunst ist hier wahrscheinlich das wiederkehrende Element der verschwindenden. Eisblöcke. Ach, jetzt kommt die Kunst. Dieser Kampf ist eine Kunst. Der muss sich jetzt selbst hier wahrscheinlich ins Aus befördern, oder wie sehe ich das? Oder muss ich dann da runter? Ich krieg die nicht kaputt, die Pflanze. Kann ich auf ihn drauf? Auf ihn drauf müsste ich können. Er ist ja ein, der ist ja ein großer. Ich dachte eher, er muss vielleicht da runter. Ja, er macht gleich einen Abflug. Ja, jetzt macht er den Abflug. Jetzt sitzt er fest. Er sitzt noch nicht fest! Wie viel denn noch? Mach dich doch endlich weg! Junge. Nein! Oh my goodness. Dass er da wieder rausgekommen ist von selbst, ne? Oh mein Gott. Was ist ein Bosskampf? Den zu treffen, ich soll es gar nicht versuchen. Das wird, es ist, glaube ich, möglich. Von der Hitbox her müsste es möglich sein, aber ja, ihr seht es ja selbst. Es ist nicht die beste Idee. Ah, nee. Nee, das lassen wir. Den Versuch lassen wir. Oh je. Okay. Oh Gott. Ich habe ein Problem. Ja, da kam ich jetzt keine Chance. Da komme ich nicht mehr raus. Ich müsste ihn eine Zeit lang auf einer Position halten, dass er relativ oft die gleiche Stelle.
Das macht ihr auch oft da oben. Ach so, der wird wahrscheinlich, ja. Der ist dafür da, um das hier auszulösen. Verstanden. Ach, jetzt... Oh, natürlich, ich kann ja auf die Kanone drauf. Aber schießt die dann noch? Ich glaube, die schießt dann nicht mehr. Na, und jetzt schießt die Pflanze nur noch hoch. Lel. So gewinnen wir halt nichts. Die Kanone muss ja schießen. Okay. Dann sorg jetzt mal dafür, dass er relativ langsam läuft. Dann dürfte es nämlich relativ schnell eine große Lücke geben, in die sie ihn reinzieht. Wenn er zu viel und hin und her läuft, schießt die Kanone wild durch die Gegend, aber nicht dorthin, wo sie soll. Also ganz langsam laufen. Ich bin genau hier. Jetzt einfach mal hier drüber, aber nicht zu weit weg, dass er hier auch getroffen wird. Oh mein Gott! Ja, das macht schon, das ist schon eine große Lücke, die hier entsteht, wenn er jetzt noch die hier wegmacht. Mist. Ja, jetzt muss er doch die oberen zwei... Oh nein! Die oberen zwei müssten noch weg. Dann würde er darunter knallen. Boah, ist das eine Idee, ne? Also das ist auch wieder hier... Ja, das hat halt überhaupt nicht getroffen. Das hat ein bisschen was weggemacht. In die Richtung. Nice. Die... Oh, jetzt hat mich die Kanone zerquetscht. Ja, ist es denn zu glauben? Nein! Oh, die... Und die Pflanze ist halt relativ... Ist die RNG? Ich weiß es nicht. Die geht halt immer auf mich, also eigentlich ist sie nicht RNG. Eigentlich müsste ich sie grob beeinflussen können. Trotzdem wirkt es nie wirklich gleich, was sie macht. Ja! Das ist die Lücke, die ich brauche. Jetzt erledigst du dich selbst, mein Freund. Jetzt kommst du da nicht mehr raus. Das war's. Jetzt muss ich nur noch warten. Nein! Und zwar oben. Shit. Ha! Aber das war genau die Lücke, die ich gebraucht habe. Jetzt hätte nur noch mehr Feuer kommen müssen, dass er da unten auch noch einen Abflug macht. Oh Mann, ey. Ja, das war gut. Nicht? Hier hin. Ah, Mist, zu langsam. Hier hin. Ja, nice. Lücke ist größer, da müsst ihr reinfallen jetzt. Boah, wie lange sitzt jetzt an dem Kerl schon wieder dran? Weiß es nicht. Ja! Weg mit dir. Bleib da. Na end, oh mein Gott, ey. Ich weiß nicht, wie es jetzt passiert ist. Weil die Pflanze lebt, doch irgendwie hat sie ihn zerquetscht. Das ist mir auch egal. Oh, weil ich kann noch sterben. Okay, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. So. Ah, ich hätte noch sterben können, das muss man sich mal denken. Oi, oi, oi. Alter. Was ein Bosskampf. Was sagen die Kommentare zu diesem Bosskampf?
Hi YouTube. Aha. Ja, es gestuckt ist er bei mir auch, aber nicht da beim ersten Mal. Alles klar. Puh, so. Cosmic Algorithm von Frank. How to crack the Cosmic Code. Mit diesem Level anscheinend. Dann cracken wir mal den Cosmic Code. Ach du Scheiße. Ist es Schwerkraft? Ah, okay. Ich wollte schon sagen. Das wäre sonst ganz schön krass. Gleich am Anfang so ein Sprung ohne Schwerkraft, aber mit Schwerkraft natürlich easy. Okay, da komme ich einfach drüber. Jo! Ach so. Ach so. Hä? Ach so. Habe gar nicht gecheckt, was los ist. Das war ganz schön knapp gerade. Da muss ich ein bisschen flotter sein hier. Okay. So, jetzt hier einfach hoch. Ich dachte, ich muss mit den Sachen irgendwas machen. Ah, mein Gott! Das ist so ungewohnt, in dieser Schwerkraftsteuerung dann da noch Sachen auszuweichen. Da ist mal was anderes, tatsächlich. Von der Steuerung wirklich komplett anders. Eieieiei. Weil du kannst auch nicht. Also, so wie man sich das vorstellt, so funktioniert die Steuerung nicht. Irgendwie macht sie nicht genau das, was ich denke. Aber es funktioniert irgendwie. So, jetzt hier mit Anlauf. Ah, so muss ich das machen. Mit so Anlauf dann so rüber. Lass mich in Ruhe. Und jetzt segeln wir hier runter und. Ach so. Und jetzt gehe ich einfach. Oh nein! Das wäre wahrscheinlich der erste Checkpoint gewesen. Also bin ich wieder in einem Frank-Level vor dem ersten Checkpoint gestorben. Ist noch nicht sicher, aber ziemlich sicher. Warum? Ich kann keinen kleinen Sprung hoch machen. Es macht immer den großen Sprung. Das ist verwirrend. Das reicht nicht, es reicht. Oh Gott. Müsste ich nicht ohne das Ding auch da hochkommen? Oh, ja, nice, jetzt haben wir's. Komm, Checkpoint, sag ich ja. So, was jetzt? Hat mich der Fisch abgelenkt. Das meine ich mit, ich kann keine kleinen Sprünge machen. Der zieht komplett hoch. Nein, ich kann nicht, selbst wenn ich jetzt ganz kurz antippe, das ist das Kleinste, was er springt. Wenn ich lange drauf bleibe, dann halt das hier. Aber das ist kein kleiner Sprung. Kleiner wird's nicht. Deswegen muss ich wirklich immer eine Zeit lang warten, bis ich abspringe. Weil wenn ich hier sofort abspringe, springe ich eben zu hoch.
Oh Gott. Ja, keine Ahnung, was jetzt kommt. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, rüber. Fisch, geh weg. Okay, einfach hier durch. Jetzt? Und da darf ich jetzt nicht die Taste drücken. Aber das weiß man vorher nicht. Oh mein Gott. Aber das weiß man vorher nicht. Boah, es ist vollkommen... Also es ist cool in dieser Schwerelosigkeit, aber es ist halt auch eben von der Sprungphysik her... Man muss erstmal drauf klarkommen, was dieses Hochspringen vor allem angeht und die Höhe. Das ist das Ding. Reicht nicht. Doch, reicht. Oh Gott, ist schon wieder. So, und jetzt hier einen leichten Sprung nur. Und der reicht nämlich aus. Das muss man erstmal. Okay, ich kann der Spur vertrauen. Die Spur sagt genau, wo ich landen muss. Wow. Na, das, was im normalen SMB ein viel zu kleiner Sprung wäre, sodass es niemals reichen würde, um noch weiterzukommen, ist hier der kleine Sprung, der ausreicht. Und ich darf da nicht mal den großen Sprung machen. Weil wenn ich den großen Sprung mache, segel ich zu weit nach oben, hier bei dem Koopa. Na, das hier meine ich. Okay, also ich vertraue dem. Jetzt hat's nicht vor... Wieso hat's jetzt nicht funktioniert? Ich weiß nie, ob es reicht, aber das hat es wieder gereicht. So. So. Okay, irgendwie reicht es. Funktioniert es nicht immer mit dem... So, vorhin war es genau bei dem Strich, wo ich gestorben bin, aber jetzt irgendwie nicht. Es hängt wahrscheinlich davon ab, wie viel ich die Koopas vorher... Wie viel ich da die Sprungtaste drücke. Weil ich dadurch ja eben meine Sprungphysik wieder ändere. Oh Gott, die Sprungphysik in der Schwerkraft ist echt... interessant. Komm da, also das hat meinen Kopf ganz doll lieb. Na, das habe ich noch nie gemacht, den Fehler. Jedes Mal dachte ich, ich mache den Fehler und dann kam ich durch. Jetzt habe ich nicht damit gerechnet, dass ich den Fehler mache, weil ich jedes Mal durchgekommen bin. Und dann mache ich den Fehler. Das ist natürlich doof. No, das ist natürlich doof jetzt. Na hier, je nachdem wie ich da runterfalle, verändert sich sicherlich die Dings um auf die... Oh mein Gott, ja. Ja. Oh mein Goodness. Wie ich auf dieser Shell lande. Was? Was? Ach so. Okay, das kriegen wir hin. Oh Gott, ist das knapp. Okay, hi. Und hier einmal rüber. Auch das kriegen wir hin. Und jetzt, keine Ahnung, was. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Ich hab Angst. Was? Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ah, und da war wieder diese Sache, dass ich nicht zu hoch springen kann. Oh Gott! Oh, das Level macht mich verrückt. Oh! Na, das war ja gerade krank. Ach, da war jetzt... Habe ich vergessen?
Oh, das war ja gerade krank. So, Fisch, komm her. Zum Glück ist jetzt eine große Schelle, weil sonst, also das wäre ja, das wäre auch krank, wenn ich das mit der, oh, okay, mit einer kleinen machen müsste. Ich glaube, das würde gar nicht gehen in dem Fall. Ich weiß es nicht. So, diesmal machen wir das ohne großes Tarara. Und jetzt muss ich hier. Oh, hey. Mist. Da unten dann, wie gesagt, muss ich doch irgendwie sinnvoll durch dieses Ding durchkommen. So wie es jetzt gerade war, war es nicht gut. Das hat man daran gemerkt, dass ich gestorben bin. Das war nicht gut. So. Oh, die Stelle ist so weird. Ich sollte einfach gar nicht das Trampolin beachten. Ich sollte einfach gar nicht das Trampolin beachten. So, jetzt kommt die Stelle wieder. Einfach durchspringen. Das Ding wird hochgezogen und das ist das Ding. Ich muss. Ich muss diesen Drang in mir echt minimieren, hier jetzt gleich wieder irgendwas rumzuschmeißen. Ich muss allgemein. Von wie sagt man so schön, Mindset her, das mal versuchen zu regulieren, dass ich ruhiger bleibe. Selbst wenn ich mal zwischendurch sterbe, das ist halt so. Aber ich kriege dann immer gleich so einen, ja, Aggressionsschub. Das hatte ich früher eigentlich nicht so. Das gefällt mir nicht. Man darf sich ja über sich selbst ärgern. Aber, ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass es bei mir ein bisschen zu überhand nimmt. Und ich möchte eigentlich nicht. Von der Persönlichkeit her so ein. Ja, keine Ahnung. Zu aggressiv. Oh! Zu aggressiver Mensch werden. Mann! Aber trotzdem habe ich gerade diesen Drang, einfach mit der Hand gegen den Schrank. So, das würde jetzt gut tun. Wie kriegt man das wieder weg? Eigentlich will ich nicht, dass das da ist. Weil das ist sicherlich kein gesundes Mindset, wenn man sich von einem Spiel, keine Ahnung, so triggern lässt, dass man gegen irgendwelche Sachen haut. Das ist, keine Ahnung. Das ist eigentlich nicht, was ich will. Thank you.
Yes! Oh mein Gott, Fortschritt. So, was jetzt? Jetzt muss ich den hier auslösen. Und dann fällt der da runter. Und dann muss ich da hinterher. Und dann muss ich hier wahrscheinlich... rechtzeitig rüber. Na gut. Na gut, wir hatten Fortschritt. Na, aber ich meine, wenn man es mal bedenkt, so, das sind im Prinzip die Denkstrukturen, die dann auch ein, in Anführungszeichen, gewalttätiger Mensch letztendlich auch hat. Nur das bei dem natürlich, jetzt keine Panik, ich fange nicht an, Menschen zu schlagen. aber dass bei dem halt dann die Grenze noch überschritten ist, dass er dann halt nicht nur Schränke schlägt, sondern eben auch Menschen, wenn er sich aufregt. So, und das, so, und das ist natürlich, also rein vom Gedanken her ist es das Gleiche. Ne? Es ist nicht... Wie drücke ich das aus? Ich meine, dieser Trigger, der sozusagen ausgelöst wird, dieses Gefühl, ich muss jetzt irgendwas schlagen. So, das ist dann halt bei einem in Anführungszeichen Gewalttäter ein Mensch, um seine Wut rauszulassen. So. Besser wäre es ja, die Wut würde sich gar nicht erst erstellen. Aber selbst wenn sich die Wut erstellt, muss man sie halt im Griff haben. So, für mich ist meine Aufgabe jetzt, nicht gegen den Schrank zu hauen als nächstes. Oh, yes. Lass das das Ziel sein. Oh, yes. Jetzt ist sämtliche Aggression weg. Aber halt nur, weil ich bekommen habe, was ich will. Hätte ich jetzt nicht bekommen, was ich will, wäre die Aggression, würde sie bleiben. Na, würde ich das Level jetzt nicht schaffen, würde die Aggression einfach bleiben. Okay, das scheint ein kurzes Level zu sein, sehr gut. Dann kriegen wir das noch eingebaut. Shooter. Kann ich von dem Auto... Oh Gott, was eine Kombination, ne? Ach, halt den Mund. Oha, die Zeit! Ich muss sogar schnell sein. Ah, da hätte ich schießen müssen. Ich hasse das Auto, ne? Gut. Ja, okay. Wahrscheinlich gibt es jetzt einen Alternativweg. Also man kann auch unten lang. I guess. Man kann anscheinend jetzt zwei Wege nutzen danach. Keine Ahnung. Oder das Auto muss unten lang. Ich hätte ja weiß. Aber das Level kann ja echt nur ganz kurz sein. Hä? Ach so. Ich muss da unten reinschießen und dann trifft er das Ding. Das habe ich noch gar nicht verstanden.
Okay. Na so nämlich. Jetzt hätte ich das wieder machen müssen, wahrscheinlich. What? Jetzt hab ich den drauf, jetzt kann ich unten durch. Jetzt habe ich wieder nicht geschossen, ne? Au! Aber das muss jetzt dann hier dann gleich das Ziel kommen. Also viel kann es nicht sein. Aber dann verstehe ich diesen Alternativweg da unten überhaupt nicht. Toll. Und da wieder durchschießen. Okay. Also immer da bei den roten Dingern durchschießen. Dann ist es doch eigentlich gar nicht so schlimm. Dann ist das Nervigste eigentlich das Zeitlimit. Weil dadurch wird halt kein Fehler erlaubt. Da muss ich noch springen. Nein, es ist vorher. Ah, das ist auch Münzen. Okay. Verstanden. Das heißt, ich darf die auch nicht zu bald abschießen, die Kugel, weil dann geht die kaputt vorher. Da hinten muss das Ziel kommen. Aber was ist dieser Weg da unten rum? Den verstehe ich überhaupt nicht. Und wenn das Zeitlimit halt nicht so dumm knapp wäre, dann könnte man sich hier auch mehr Zeit am Anfang lassen. Also ich verstehe den unteren Weg halt überhaupt nicht. Der scheint aber alternativ auch irgendwie möglich zu sein, aber ich werde den jetzt gar nicht erst ausprobieren. Ich gebe da jetzt kein Herz, weil mich das Zeitlimit nervt. Das macht unnötig Stress. Das Zeitlimit macht unnötig Stress. Es ist kein schlechtes Level, aber das Zeitlimit macht unnötig Stress. Ich guck kurz, ob noch ein kurzes Level dabei ist. Ich glaube, das klingt nicht sehr spaßig. Das klingt ganz cool. Aber es läuft ja auch nicht davon, ne? Die Level laufen ja alle nicht davon. Ich würde jetzt erstmal hier den Mario Maker abschließen. Und sagen, wir machen ein bisschen Jump, bis wir wieder Mario Maker machen. Aber vielleicht kriegen wir es auch abwechselnd hin. Vielleicht schaffe ich es irgendwie. Was ich auch möchte, ist, ich würde gerne in den Sommerferien wieder zwei Projekte machen. Vielleicht schaffen wir es dann ja Mario Maker und Jump parallel zu machen oder so. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Danke jedenfalls fürs Zuschauen und tschüss.